Hallo und herzlich willkommen zu Tab, Tabland Beyond. Im heutigen Video geht es über Machtpunkte. Ihr habt da bestimmt schon davon gehört, gerade für Neuansteiger ist es wichtig. Es gibt Machtpunkte, um sich seine Einheiten auszusuchen und auch normale Punkte. Und dazu setze ich jetzt euch einfach mal in die Schulklasse vom Oberlehrer Karl-Heinz. Viel Spaß und alles seht ihr nach dem Intro. So Schüler, heute in unserer heutigen Stunde geht es über Machtpunkte. So, Machtpunkte. Ja, Schorschi? Und was sind Machtpunkte? Was ist das? Was Machtpunkte sind? Da muss ich ein bisschen ausholen. Erstmal, wenn ihr alle mal eure Bücher aufschlagt, und zwar das Warhammer 40.000 Regelbuch, auf der Seite 170, da steht nämlich, es gibt verschiedene Arten vom Spiel. Und zwar gibt es das freie Spiel, wird auf Seite 188 erklärt. Das erzählerische Spiel wird auf Seite 192 erklärt. Und das ausgewogene Spiel auf Seite 212. Und wenn wir jetzt ein freies Spiel spielen wollen, können wir zum Beispiel mit Machtpunkten spielen. Gisela? Und wo stehen diese Machtpunkte? Ich kann sie gerade nicht finden. Ja, wo stehen denn diese Machtpunkte? Da müsst ihr einmal den Kodex aufschlagen und in die Datenblätter sehen. Wir nehmen jetzt hier einfach mal einen Kodex zur Hand, schlagen den auf. Zum Beispiel der DevGuard-Kodex auf Seite 89, Mortarion. Da sehen wir hier unsere Profilwerte und ganz oben im Eck stehen diese Machtpunkte. Diese kann man auch im Regelbuch nachlesen auf Seite, ich glaube, 170. Einmal weiterblättern, da kommen dann die Datenblätter. Auf Seite 174 seht ihr die Datenblätter und immer oben im Eck ist ein großer Punktwert. Der beläuft sich zwischen 2 und eventuell 30. Und da steht Macht dabei, das sind die Machtpunkte. Peter. Also, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Was genau sind jetzt Machtpunkte? Also, was für was, was? Die genauen Machtpunkte, ja. Jetzt passt mal auf, es ist so. Es gibt die Punkte für das ausgewogene Spiel und für das freie Spiel. Und die Machtpunkte besagen, wie viel eine Einheit aus dem Kodex wert ist. Wenn jetzt ich zum Beispiel mit meinem Freund, den Gustav, ausmache, wir spielen jetzt ein Spiel über 50 Machtpunkte, dann nimmt jeder Einheiten in seine Armee, die zum Beispiel 50 Machtpunkte sind. Schorschi? Und wie viel Machtpunkte ist dann ein normaler Punkt oder andersrum, kann ich das ausrechnen? Wie viele Machtpunkte normale Punkte sind? Also, jetzt passt mal auf. Es gibt die Machtpunkte, die besagen, wie viele eine Einheit wert ist. Und ein so Machtpunkt kann man ungefähr umrechnen auf die normalen Punkte für das ausgewogene Spiel. Wenn ihr euch auskennt mit dem ausgewogenen Spiel, dann werdet ihr das öfter machen. Und da ist es jetzt so, zum Beispiel Mortarion kostet 470 Punkte und der kostet 24 Machtpunkte. Da können wir einfach ganz leicht rechnen, die 470 Punkte, die Mortarion rechnet, geteilt durch 24 Machtpunkte. Das wäre dann nach eurer Prise, ich nehme den Taschenrechner zur Hand, 470 geteilt durch 24 ist gleich 19,58. So, das entspricht einem Wert von 19,58. Und da können wir jetzt ganz grob gerundet sagen, wir gehen einen Wert von 20. Entspricht ungefähr 20. Also, 20 normale Punkte im ausgewogenen Spiel entsprechen ein Machtpunkt. Wenn ich jetzt eine Einheit spiele, die 2 Machtpunkte kostet, kann ich davon ausgehen, dass sie im ausgewogenen Spiel ungefähr 40 Punkte kostet. Also 2 Machtpunkte sind ungefähr 40 Punkte, ein Machtpunkt ungefähr 20 Punkte. Hannes? Und was bringen mir die Machtpunkte? Für was sind die gut? Für was kann ich sie gebrauchen? Ja, jetzt ist es so. Wir machen das Spiel und es ist einfach, es erleichtert uns das um einiges. Wenn ich jetzt zum Beispiel rechnen muss, ich habe meine Einheit, sagen wir mal Orknops,
Die können sämtliche verschiedene Waffen haben und das muss ich alles ganz genau ausrechnen. Ein Ork kostet dementsprechend viele Punkte, die Waffe kostet so und so viel, die Waffe so und so und dann muss ich das alles zusammenzählen und ich sitze den ganzen Tag an meiner Liste und am Taschenrechner und rechne mir alles aus, wie viele Punkte ich habe. Jetzt kann ich aber einfach sagen, der Orknob kostet so und so viele Machtpunkte und ich kann einfach sämtliche Waffen, die er in der Liste hat, auswählen. Somit erleichtert es mir das Rechnen und ich kann schnell rechnen, 5 Machtpunkte von dem plus 5 Machtpunkte von denen sind 10 plus 2 von dieser Einheit sind 12 und so weiter, bis ich auf meinen gewünschten Wert komme. Somit können wir das viel schneller rechnen. Petra? Und was ist jetzt der Vorteil von den ausgewogenen Punkten? Was jetzt der Vorteil an den ausgewogenen Punkten ist? Naja, wie schon gesagt, es sind ausgewogene Punkte. Wir können es alles viel genauer ausrechnen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf ein Turnier fahren, da wird es ausgewogen gespielt, da wir hier die gegnerischen beiden Armeen viel genauer aufeinander abstimmen können und auf den Punkt genau ausrechnen, da bei den Machtpunkten teilweise ein unterschiedliches Verhältnis ist, da manche Einheiten können mehr manche Einheiten können mehr Ausrüstungsgegenstände erhalten, die sehr teuer sind und kosten somit mehr Machtpunkte als andere. Und da kann ein Ungleichgewicht entstehen. Wenn ich aber ein ausgewogenes Spiel spiele, gibt es dieses Ungleichgewicht nicht so stark und ich kann auf den Punkt genau ausrechnen, was ich spiele. Und was soll ich jetzt spielen? Machtpunkte oder normale Punkte? Was ist jetzt da besser? Gustav, was du jetzt spielen solltest? Das ist dir natürlich ganz frei überlassen, wie du am liebsten spielen willst. Wenn du es sehr genau nimmst und dich eher auf Turniere vorbereiten willst, solltest du die ausgewogenen Punkte nehmen, die auf den letzten Seiten des Kodex stehen. Wenn du aber einfach schnell mal mit deinem Freund dich treffen willst und ganz flott eine Armeeliste zusammenstellen willst, ohne lang rumzurechnen, kannst du einfach nach Machtpunkten spielen. Das bleibt euch allen selbst überlassen. Ja? Alter, ich check bloß gar nicht. Warum hat GW denn solche Machtpunkte eingeführt? Warum machen die das? Also, Andreas, folgendes. Warum hat GW das gemacht? Sie wollen uns, oder hauptsächlich den neuen Spielern, den Einstieg ins Spiel erleichtern, indem sie einfach sagen, spielt erstmal mit den Machtpunkten nach einfachen Regeln, da müsst ihr nicht lange rumrechnen und so könnt ihr das ganz einfach eure Armeen machen, ohne lang hier rumzurechnen und rumzuschreiben und zu gucken, was darf man, was darf man nicht. Das ist auch schon ein Vorteil der Machtpunkte, da es einfach etwas leichter zu berechnen geht als die anderen Punkte. So, das waren heute die Machtpunkte. In der nächsten Lektion sehen wir, mal sehen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt euch in der Klasse wohlgefühlt. War mal ein bisschen was anderes. Ich wollte mal ein bisschen lustig das einfach machen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schmeißt mir gerne ein paar Euro in meinen PayPal-Link. Ich will mir als nächstes eine neue Kamera zulegen und da könnt ihr mich gerne ein bisschen unterstützen, wenn die Videoqualität besser werden soll. Abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Servus!